Liebe Zuschauer, zu einem Marathonlauf oder zu einer Winterstaffel, da gehört natürlich nicht nur einfach ein Start- und Zielband dazu, sondern da gehört jede Menge Organisation. Neben mir steht Frau Andrea Schäfer von der GVG und sie organisiert das Laufteam der GVG. Ja, ich bin verantwortlich für die Organisation und Abwicklung des GVG-Laufteams. Das heißt, wir haben ungefähr so einen Laufteamverteiler von 200 aktiven Läufern. Dazu gehört unter anderem Kunden, ambitionierte Läufer, Mitarbeiter von der GVG. Es ist also ein bunt gemischtes Team. Es gibt auch keine Bedingungen dafür, dass man im Team Mitglied wird. Man kann sich ganz einfach über unsere Homepage anmelden. Das ist auch ganz unverbindlich und man erhält dann immer Einladungen per E-Mail zu den einzelnen Läufen. Wir sind ja Sponsor von 11 Läufen in der gesamten Region und laden unsere Teammitglieder dann dort für den Start ein. Pro Lauf verlosen wir immer 30 Freistarts und außerdem gibt es immer ein sogenanntes Starterpaket für jeden Läufer, wie zum Beispiel diese schönen T-Shirts hier. Außerdem gibt es dazu Getränke und die Läufer können ihre Kleidung und Wertsachen hier bei uns lagern. Und wir haben noch 20 Sekunden. 15, 4, 3, 2, 1, ab geht's! So, wenn's läuft, läuft's. In 20 Minuten der Start zum Halbmarathon an derselben Stelle. In 30 Minuten der Start über 5 und 10. Bitte jetzt nicht mehr in der Zwischenzeit über das Startsystem drüber laufen. Neben mir, da ist die Frau Schnütgen, die ist auch von der GVG. Die haben Sie gesehen, die war eben beim Start. Mit der Pistole lief sie darum. Wie viele Leute haben Sie denn getroffen, so circa? Ich glaube, so ein kleines Vögelchen könnte ich vielleicht erwischt haben, aber sonst, glaube ich, sind alle gut weggekommen. So, die Vorbereitung für so einen Lauf, das ist ja verdammt viel Arbeit, ne? Sie gehören ja auch zu dem Team, dass Sie sowas vorbereiten. Ja, genau. Nee, das macht schon viel Spaß, weil sonst würden wir es ja nicht tun. Also ich meine, wir sind mit 11 Läufen unterwegs hier im Rhein-Erft-Kreis und unser Herz schlägt wirklich fürs Laufen. Ich meine, wir machen auch andere Dinge, aber ne, da sind wir besonders aktiv. Laufen Sie auch? Ja, ich laufe auch, ja, genau. Aber heute nicht? Nee, heute nicht, aber ich habe gestern meinen Trainingslauf gemacht. Wie viele Kilometer, so circa? Es sind immer so 6. Wenn ich Lust habe, dann laufe ich auch 8, aber 6 ist so mein Standardlauf. Und da fühlt man sich gut danach? Ja, dann fühlt man sich gut, ja. Ja. Müsste ich öfter machen, ne, wie das immer so ist, aber ich bin stolz, wenn ich es einmal, ein-, zweimal die Woche mache, dann ist schon gut. Also, was lernen wir daraus? Laufen ist gesund und man wird schön davon. Sie sehen sofort, dass ich nicht laufe. Ja, was ist denn der? Scheint alles ein bisschen verwirrend zu sein. Neben mir steht Nicole Donat. Sie läuft Marathon. Marathon sind 42,195 Kilometer. Also ich frage mich ja immer, wie man überhaupt so weit laufen kann. 42,15. Warum machen Sie sowas? Weil ich es kann, weil es Spaß macht und weil es super Stimmung hier ist. Die zieht einen mit, tolles Publikum. Und Sie, also 42,195 Kilometer laufen macht Spaß? Kann durchaus Spaß machen, ja. Ich fühle mich fit, ich fühle mich gut vorbereitet, ich denke ja. Wo sind Sie zum ersten Mal gelaufen? Erzählen Sie mal. Zum ersten Mal letztes Jahr zu Ostern in Rom.
musste feststellen, die haben wirklich 7 Hügel da. Und heute will ich wissen, ob ich es besser kann. Haben Sie den Papst getroffen? Ja, ich war, bin durch die Messe durchgelaufen. Haben Sie ihn überholt? Waren Sie schneller? Ich war schneller als er. Und wieso, wie kommen Sie auf GVG? Sie haben so ein schickes Trikot an. Die ist bei uns einfach hier ortsansässig und die gibt mir die Möglichkeit, meine Kleidung abzugeben. Ich werde versorgt, ich habe einen Ansprechpartner und ich bin nicht alleine. Ich mache viel alleine und da habe ich immer jemanden, wo ich mal hingehen kann. Aber Sie haben ja auch einen Mann, der läuft, ne? Ja, aber nicht alle Läufe macht der mit, die ich mache. Der läuft weg dann auch. Ich laufe dem weg. Also, wir haben gelernt, Laufen macht Spaß. Also, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Hier sind noch verdammt viele Leute. Also, ich bin anscheinend der Einzige, der fragt, was Laufen bedeutet. Was bedeutet für Sie Laufen? Eine Stunde Ruhe, eine Stunde Kopf frei, eine Stunde Freiheit, die man so in der Woche trainiert. Mal für sich alleine sein und eben einfach genießen die Zeit. Schöne Sonnenuntergänge, wenn man abends läuft, morgens, wenn die Sonne aufgeht. Und vielleicht mit einer Freundin laufen, quatschen. Hausfrauen-Coronarsport. Die anderen gehen Kaffee trinken und Sie laufen? Ich glaube schon, ja. Oder vielleicht gehen die auch arbeiten, ich weiß es nicht. Aber jetzt müssen Sie ja über 2 Stunden laufen. Marathon ist das die schnellste Zeit, 2 Stunden, 10 Minuten? 4 Stunden brauchen. Ach doch. Ja, ich denke schon, über 4 Stunden werde ich schon brauchen. Sag mal, aber wenn Sie jetzt keine Zeit hätten, würden Sie dann schneller laufen? Nein, wird mir nichts bringen. Das fehlt mir am Ende an Kraft, das wird mir nichts bringen. Die Theorie hatte ich auch schon mal, bringt nichts, schneller zu laufen. Ich kann nur so schnell laufen, wie ich kann. Sie haben mir gesagt, die letzten 15 Kilometer, die sind immer die schlimmsten. Da kommt der Schweinehund durch und fragt eben die Fragen, die Sie stellen. Warum machst du das? Hör doch auf, geht doch alles nicht mehr. Die Beine tun weh, die Oberschenkel brennen wie Feuer. Die Luft geht dir aus und du willst nur noch aus. Also man hört, Laufen macht Spaß. Das ja, ist genau. Also da, aber der ist gesund, ne? Habe ich mal gehört. Wenn man es richtig macht, ist es gesund, ja. Denke ich schon. Ich bin jetzt 50 geworden, ich fühle mich gesund. Ja, Sie sehen auch nicht aus wie 50. Also... Sag mal so, dann kann man also sagen, liebe Polheimer, Laufen ist gesund. Genau, macht mit. Macht mit. Meldet euch bei der GVG Winterstaffel an oder eben bei der GVG, die haben noch mehr tolle Läufe im Programm. Die GVG läuft doch 10-mal im Jahr, glaube ich, ne? Ganz tolle Läufe sind dabei, von Schülerläufen über Marathon bis 5er, alles dabei. Da kann keiner Nein sagen. Ja, wir sagen alle ja zum Laufen und... Es geht jetzt los und dann der Start für den Marathon. Genau. Toi, toi, toi. Dankeschön. Ich komme in 4 Stunden nochmal vorbei. Da habe ich eine Kleinigkeit gegessen, habe mich was hingelegt und dann sehe ich Sie vielleicht. Ne? Ich bin gerne zur Verfügung. Dankeschön. Danke auch. Tschüss. Also, wer laufen will, soll laufen. Viel Spaß beim Laufen. Hallo, wie geht's? Läuft gut. Läuft gut. Bisschen langweilig, ich kenne die Strecke schon, aber ist okay. Nicole, Donat haben wir verpasst. Das Rennen ist zu Ende und sie ist schneller gelaufen, als sie mir gesagt hat. Ja, das stimmt. Sie ist also tatsächlich, bevor der Güni hier reinkam, schon durchs Ziel gerast, ist nämlich Dritte geworden bei den Damen. Und ich meine, sie hätte eine Zeit gehabt von 4 Stunden 19. Glückwunsch von unserer Seite nochmal, Nicole, weil sie war auch jetzt echt fertig und die brauchte dringend eine heiße Badewanne. Danke. So, Vorsicht bitte auf der Straße.